Und ein vorerst letztes Mal herzliches Willkommen zurück zu Factario. Gut, wir haben wieder mal weiter geforscht. Viel bleibt hier nicht mehr über. Die Sachen, dachte ich mir, die sind jetzt nicht so wichtig hier, was weiß ich, MG-Turm, Feuerrate, ein paar mehr Kampfroboter oder hier Kugelschaden und sowas. Wichtig war eben noch Produktivitätsmodule und diese Raketenabwehr, die ja dafür besorgt, dass letztlich das Landen unserer Verbündeten hier da im Orbit ermöglicht wird. Dafür habe ich die ganzen Sachen auch mal zusammengesucht. Das bauen wir jetzt einmal, das Teil. Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau passiert, wenn ich das setze. Ich habe was gelesen von wegen, yo, dann wird man kontinuierlich angegriffen, bis das fertig ist. Scheint auch irgendwie keine richtige Textur zu haben. Steht einfach nur Rocket Defense drin. Ich weiß nicht, ob die Teile das kaputt machen wollen oder was. Ich würde sagen, wir suchen uns mal eine Stelle, wo... Ich würde sagen, wir setzen das jetzt einfach mal hier hin und gucken einfach mal, was dann los ist. Ich mache das jetzt einfach mal hier so. Achso, das Teil braucht Energie. Starship Land. Achso, das kann man dann erst noch starten, wenn man das will. Gut, das starte ich jetzt mal noch nicht sofort. Ich hoffe, das startet dann auch noch nicht. Ne, sieht gut aus. Ja, in der Rüstung haben wir jetzt übrigens das hier. Also hier haben wir zweimal den höchsten Fusionsreaktor drin, dreimal das höchste Laser-Defense-Teil hier, und das noch ein paar Mal öfter zu machen, war mir jetzt einfach zu aufwendig. Dafür gibt es zu viele andere gute Spiele. Wollte aber noch einmal gerade zeigen, wie das jetzt so ungefähr abläuft. Wenn man hier so ein Dorf platt macht, das müsste jetzt nochmal eine Ecke besser gehen. Also ganz davon abgesehen, dass wir jetzt zweimal das höchste Exoskelett haben. Wir laufen sowieso schon so schnell hierher und naja, was die Laser Defense genau macht, das sieht man hier eigentlich schon. Die machen nämlich einfach alles komplett platt. Also ich bräuchte, glaube ich, gar nicht selber schießen. Ich probiere es mal einfach aus. Ne? Das sieht super gut aus. Dann geht das Dorf leider so ein bisschen immer weiter nach da hinten hin so. Kommen immer mehr von den großen Würmern. Ne, aber es sieht tatsächlich so aus. Ne, guckt euch das an. Ich brauche einfach gar nicht mehr selber schießen. Jetzt wird es einmal ein bisschen knapp mit der Rüstung gleich. Ja, es geht aber sogar. Tatsächlich. Und das Dorf ist platt. Ja, also das geht wirklich einwandfrei. Ja, ist cool auf jeden Fall. Wobei, ich muss zugeben, jetzt wenn man einmal soweit ist, dann ist natürlich der Flair raus. So, irgendwie ein Dorf platt zu machen, ist dann halt in keinem Weg mehr irgendwie anstrengend oder sowas, und man stellt sich dahin und wartet einfach. Aber gut, Starship Landing. So, aha, okay, das dauert jetzt 10 Minuten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden wir in diesen 10 Minuten jetzt attackiert wie sonst was. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dann auch so ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 10 Minuten, die wir das hier verteidigen müssen. Ich würde sagen, so lange, was sich hier oben das Camp, das ist relativ nah an unserer Basis so dran. Da können wir ja mal angreifen, so. Nehmen wir jetzt einfach die Shotgun jetzt zur Hilfe. Ich habe übrigens den Raketenschaden ja auch relativ weit gemacht. Also wir können jetzt wahrscheinlich auch einfach sagen, yo, schieß mir da hinten jetzt mal Raketen hin. Na genau, mittlerweile machen eben auch wenige Raketen mal eben so das Teil platt. Wir sehen, wir haben immer noch nicht so richtig Strom genug. Trotz der vielen Fusionsreaktoren. Einfach weil der höchste Laser-Turret, die hier die ganze Zeit so schnell schießen. Das sind die höchsten. Also die sind wirklich eine ganze Ecke besser. Aber gut, lassen auch entsprechend viel Strom dann. Ja, kommt jetzt natürlich immer mehr. Warum spawnen denn da immer mehr? Langsam ist aber gut. Boah, so gehen die auf jeden Fall schön schnell down. Boah, kommen aber immer mehr, ne? Warte mal, ist das nur hier so? Ja, es ist, glaube ich, nur hier so. Nervt das schon fast ein bisschen. Lass mal hier kaputt machen. Meine Güte, was sind das viele? Bam, 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 bam. Ja, Shotgun hatte ich da auch nochmal zu Ende geforscht komplett. Geht jetzt auch nochmal eine ganze Ecke besser hier. So, jetzt kommen wir hier nochmal. Ach, da aus dem Dorf nebenan. Ich glaube, ich habe jetzt einfach eine viel größere Agro-Range, kann das sein? Also jetzt kommen einfach aus einer viel größeren Umgebung, kommen die jetzt immer auf mich zugelaufen. Ich gerade diese Rocket Defense da baue. Warte mal, schauen hier, Rest unserer Stadt sieht aber gut, oder Stadt habe ich schon gesagt, aber unserer Basis sieht eigentlich ganz gut aus. Boah, die kriegen wir hier auch down. Kommen nur echt ganz schön viele, so muss ich sagen. Jetzt quasi dauerhaft gepult, so irgendwie. Bin ich die ganze Zeit direkt neben dem Spawner. Meine Güte, ist ja gut. Hab's ja verstanden. Jetzt bitte einmal alle sterben gehen hier.
Ich glaube, wir werden jetzt einfach 10 Minuten durchgehend attackiert, kann das sein? Und wir kommen ja immer mehr selbst von hier rechts, wo überhaupt kein Spawner ist. Heilige Scheiße. Und ich habe vor allen Dingen gelesen, dass demnächst, oder wahrscheinlich, wenn das Video hier raus ist, ist das schon passiert, der Player noch eine neue Textur bekommt. Das ist natürlich sehr ungünstig jetzt getimed. Dann, wenn ich quasi fertig bin, kriegt der Spieler hier ein neues Aussehen sozusagen. Aber gut, wie gesagt, wenn das Spiel dann in die Beta geht und nochmal mehr Features und sowas hat, können wir das gerne nochmal neu machen, weitermachen. Ich hau jetzt einfach mal hier die Dörfer kaputt, das kann doch nicht sein hier, dass hier so viel spawnen, meine Fresse. Viel zu viele. Bam, 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 bam. Oh ja. Boah, ich komm ja von überall, ey, was ist da los? Also ich glaube, das können wir jetzt auch nur einigermaßen deffen, weil wir halt diese heftige Rüstung haben. Sonst müsste man das, glaube ich, alles in der Basis so, sich da zu 15 Laser Turrets oder sowas hinstellen, die einen dann verteidigen. Der Kampf so. Ja, wie viele kommen denn dann noch? Bam, 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 bam. Hier muss alles Schrott machen. Ja, guck mal, die kommen schon von der nächsten Basis von da oben, kommen die schon wieder nach hierhin runter. Obwohl ich da noch Kilometer weit von entfernt bin. Na, sagen wir zumindest ein paar hundert Meter. Jo, läuft aber eigentlich. Also eigentlich läuft es. Also, naja. Aber die scheinen auch tatsächlich nur mich anzugreifen, gar nicht meine Basis. Wenn ich mich jetzt wahrscheinlich in die Base stelle, dann würden die wahrscheinlich die Base angreifen. Nehme ich jetzt mal einfach stark an. Warum würde ich sagen, greifen wir so lange einfach hier selber die Pfeile zurück an. Was soll's. Wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun. Nur rumstehen ist auch doof. Sammeln wir einfach noch ein paar Coins ein für alles, was dann noch so kommen mag. Ich hatte doch einige tatsächlich nochmal verbraucht. Also wir hatten ja, was weiß ich, irgendwas mit 500, 600. Jetzt sind es in Anführungsstrichen nur noch 200, die ich vorher hatte. Es waren, glaube ich, sogar noch eine Ecke weniger. Jetzt habe ich wieder 250. So, da unten ist auch ein Angriff, scheint aber nicht besonders groß zu sein. Boah, dann machen wir vielleicht das Lager hier oben rechts mal platt. Ich wollte mal gerade gucken, ob die jetzt wirklich... Ja, tatsächlich, bevor die überhaupt in meinem Bildschirm sind, auch wenn ich ganz rausgescrollt habe, habe ich schon deren Aggro so. Also sind dann plötzlich so richtig böse auf mich. Weil ich glaube, dadurch, dass wir vorher schon die Landschaft so aufgeräumt hatten, ist das jetzt gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist viel schlimmer, wenn man die Landschaft gar nicht vorher so einigermaßen bereinigt hat. In der Nähe der Stadt. Jo, von überall. Brauche ich denn die Rocket Defense gar nicht verteidigen? Ist ja auch ein bisschen komisch irgendwie. Na ja. Oh, da sind noch ein paar Spawner. Machen wir auch Spot. Bam, 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 bam. GG, too easy. Zumindest jetzt am Ende. Am Anfang war es ja schon echt schlimm. Da überhaupt gegen einen so ein Dorf anzukommen, war ja schon voll der Krampf. Wo hier die dicken Würmer kaputt hauen und dann war es das auch eigentlich immer schon mit den Lagern. Frag mich, was da wohl noch so an Gegnertypen kommt. Ich denke da vor allem so an Fernkämpfer-Gegnertypen. Also jetzt nicht so wie die Würmer, die stationär sind, immobil, sondern eben von Angreiferwellen. Denn im Moment kannst du ja einen Laserturm einfach ziemlich gut dadurch verteidigen, wenn du eine Mauer davor stellst. Die großen Beiter haben halt eine Reichweite von 2. Also sie können quasi über eine Mauer drüber angreifen. Und wenn man jetzt aber eine Doppelmauer macht, so wie ich das ja auch teilweise schon hatte, dann kommen die gar nicht erst an die Laser-Turrets dran. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die erstmal noch irgendwelche Fernkampfeinheiten kriegen sozusagen. Und vielleicht, wenn man das auf ganz schwer stellt oder sowas, wären die auch sowas wie Artillerie-Gegner ganz cool. Also quasi wie diese Würmer hier, aber dass die sich fortbewegen können. Dann eben auch sowas wie die Laser-Turrets outragen können. Also outrangen können, genau. Und da auch dann, dass man da eben manuell noch so ein bisschen verteidigen muss. Aber ist wahrscheinlich alles hier Geschmackssache und sind ja auch nur meine Ideen. Joa, jetzt dauert das noch 4 Minuten. Wir können ja noch einmal alles so durchgehen, was wir vielleicht geschafft haben. Also ihr seht schon, ich habe hier nochmal eine ganze Ecke mehr von diesen ganzen Maschinen und so hingemacht. Wir haben jetzt hier, was weiß ich, 700.000 Kohle, 500.000 Eisenplatten, 400.000 Kupferplatten, also ein Zeug, 200.000 Steine. Hier die Kupferproduktion.
Hier haben wir ordentlich Öl mittlerweile wieder angesammelt, Kunststoff, alles mögliche, was wir so brauchen. Prozesseinheiten, da oben die Baumfarm hatte ich ja so klein gehalten, weil wir ja viel zu viel Holz hatten. Kohle hätten wir jetzt letztlich, also ehrlich gesagt, hätten wir doch die Steam Engines lassen können. Weil viel weniger Platz als das, was die Solarteile hier einnehmen, haben die eigentlich auch nicht eingenommen. Und hier viel mehr nicht. Die haben nicht viel mehr eingenommen, genau. Also eigentlich war es sogar weniger, aber haben ja auch weniger Strom gemacht. Aber gut, man sieht, das ist mittlerweile schon ziemlich an der Grenze. Diese Lichtbögenöfen brauchen aus irgendeinem Grund gerade ganz schön viel. Zumindest deutlich mehr, als sie sonst brauchen. Diese Robo-Chargers brauchen irgendwie deutlich weniger. Keine Ahnung, warum das überhaupt so ist. Die jetzt irgendwie gar nicht mehr. Roboter müssen sich gar nicht aufladen oder was ist da los? Gerade hier gucken. Ah doch, jetzt die auch wieder. Okay, hab mich schon gewundert, was da los ist. Ja, das Eisenvorkommen hier ist auch schon deutlicher geschrumpft, aber wenn man mal so guckt, der hat immer noch 126.000 in der Mitte, also das würde auch noch eine Weile reichen. Ansonsten, ihr seht schon, ich hatte das immer so mit kleinen Modulen hier quasi ausgeweitet, ein so ein Teil mit Türmen drumherum, ein bisschen Strom von hier und da und dann eben Lasertürme da rein. Hier haben wir das Ganze noch ein paar Mal, ich hätte das jetzt noch immer so weiter hier machen können über die ganze Karte, aber eigentlich dachte ich mir, reicht das so erstmal. Ihr habt ja eben gesehen, was ich da noch so an Vorräten habe und das, obwohl hier so ein Teil mal eben 33.000 und 73.000 kostet und sowas. Oh, hier habe ich noch Teile übersehen. Also, das passt alles schon. So, wir machen jetzt noch 2,5 Minuten irgendwelche Lager platt. Ich glaube, dann war es das auch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel dann einfach sich beendet, ob ich das weiterspielen kann oder ob dann irgendeine Animation kommt oder was passiert oder einfach nur steht, sie haben gewonnen oder so. Ich weiß es wirklich gar nicht. Lass mich mal einfach überraschen. Und mach hier so lange noch ein paar von den ganzen Beitern kaputt. Damit dann meine Heimatflotte auch eine sichere Landung gewährt. Boah, so viele Gegner. Oh, 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 da ging es mir noch gerade tatsächlich an die HP. Nochmal mit den Raketen ausprobiert. Also, ich hatte eine Sache, die ich mir so gemerkt hatte. Eine Rakete macht an einem großen Wurm, glaube ich, 15 Schaden waren das. Jetzt waren zwei Raketen drauf, die haben schon jeweils 75 Schaden gemacht. Wir probieren das an dem dann nochmal aus. Bam, 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 bam. Ah, jetzt hilft die Laser-Defense natürlich mit. Ist das ein bisschen verfälscht, aber es sind ungefähr 75 Schaden. Also das geht schon echt ganz schön fit. Vielleicht nochmal geguckt. Ja, das macht jetzt 60 plus 48 Explosionsschaden. Ob ich jetzt noch irgendwelche Rüstungsdurchdringungen habe oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall mag ich immer noch die Shotgun ganz gerne, dadurch, dass wir dieses dicke Schild haben. Normalerweise kann man das ja nicht so machen. Einfach so da reinrennen. Und mit der Shotgun alles niedermetzeln. Aber hier geht das echt ganz gut, muss ich sagen. So. Sammeln wir uns nochmal einige Alien-Coins. Schubidu. Jetzt haben wir schon. Ach, schaffen wir noch 500? Schaffen wir noch die 500, bevor es losgeht? Oder bevor es vorbeigeht, eher gesagt. Schon, komm, schon, komm, schon, ich will 500 schaffen. Hey, woanders hin. 500, 500, gib mir 500. Bam, 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 bam. 166. Ah, meine Rüstung geht kaputt. Autsch, 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 autsch. Ah, alles einsammeln. Einsammeln, einsammeln. Einsammeln. Da haben wir 495, komm, 5 noch. Ja, das geht locker. Zack. Oh ja, da haben wir die 500. Yeah. Noch eine halbe Minute Zeit. Schaffen wir die 600? Nein, passt schon. Joa, wir schauen jetzt einfach mal hin. Vielleicht kann auch schon mal wieder Richtung Base laufen. Die laufen uns hier hinterher, ne? Ne, die kommen da durch den Wald gar nicht richtig durch. Granaten vielleicht nochmal draufschmeißen hier, dann kommen die da auch besser durch. Ja, genau. So, hab da auch ein bisschen Platz zum Durchlaufen. So, ich renne schon mal wieder Richtung Base. Wo ist denn die? Unten rechts, ne? Ja, okay. Ja, weiß nicht, ob ich da jetzt die Animation gerade verpasse, die da kommt, falls da eine kommt. Ich glaube, da steht, sie haben gewonnen! Eine Sekunde noch und wuhu! Yay, Spiel vorbei, okay. So, hier steht alles, was so passiert. Oh Gott, die Spielzeit, ne? Eieiei. Ja, ist halt viel laufen lassen gewesen. Okay. Große Beißer getötet. Oh, 20.000? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Keine Beißer 19.000, normale Beißer 16.000. Grüner, dünner Baum, also Bäume, die ich kaputt gemacht habe, andere Bäume noch. Beißer Nester, ich habe 700 Nester kaputt gemacht. 300 große Würmer, 200, 300 normale Würmer, 300 kleine Würmer. Dann ein paar große Bäume noch, dann
Einfach hier, ich glaube, das sind, glaube ich, diese vertrockneten Bäume hier, diese Sachen. Fische, ich habe 61, what? Okay. Setzlinge, mittlerer Baum, winziger Baum, kleiner Baum, Mauern, Ruin, bla 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 bla. Dead, dry, hairy tree, haariger Baum, aha, okay. Ja, gut, das wäre es dann aber auch eigentlich mit Factorio, war jetzt halt nicht so super lang. Ich wusste halt nicht, was passiert, was, wenn man das Teil da so setzt, hätte ich das gewusst. Naja, hätte ich es vielleicht angehalten oder sowas oder später gemacht. Ja, ich hoffe aber, dass es euch gefallen hat. Schlagt mir auf jeden Fall, schlagt mir Spiele vor, so die wir dann demnächst zocken. Und ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine Runde lernen. Meine ganzen Klausuren stehen noch an. Und jo, also in Frage kommt zum Beispiel sowas wie Sniper Elite. Es kann gut sein, dass ich das sogar demnächst, dass ich das zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt, auch schon angefangen habe. Weil ich ja, wie gesagt, alles ein bisschen im Vorlauf aufnehme, damit ich für die Klausuren immer Zeit habe, so. Jo, das wär's dann. Ja, Vorschläge habe ich schon gesagt, ne? Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play oder hier zur Beta-Sonst-was-Fortsetzung, was da auch noch so kommen mag. Ciao!